liebe Autofreunde, bei Bauerhause wird die Stromleitung freigeschnitten. Da wächst ein Baum in die Leitung rein. Und die BKW oder AEK, ich weiß nicht genau, schneidet mir da die Leitung wieder frei. Ah, liebe Autofreunde, jetzt bin ich am Ökoheimen. Wir haben auf unserem Betrieb den flexiblen Schnittzeitpunkt gewählt. Ich muss nicht warten bis 15. Juni. Ich kann auch am 13. oder ich könnte auch am 10. abhauen. Juni, wenn ich möchte. Aber dafür muss ich dann 2 Monate warten mit dem nächsten Schnitt. Soweit, wenn ich richtig orientiert bin. Zwischendurch hatte ich ein Problem. Mein 714er lief so ruppig, komisch. Ich wusste gar nicht, was da los ist. Ich habe da probiert einzustellen und habe es nicht zustande gebracht. Ich musste wieder mal seit langem in die LMG Graswil telefonieren. Aber da konnte mir sofort geholfen werden. Ich zeige euch das Problem. In der Sitzlehne ist eine Vario-Taste. Wenn ich die ausschalte, ist auch der Vario ausgeschaltet. Lief die Kiste plötzlich ganz ruppig. Komisch, ich habe es gar nicht verstanden, warum und wieso, aber jetzt weiß ich es. Ich habe da während dem Einstellen von Maximalgeschwindigkeit, Maximaldrehzahl, habe ich wohl die Vario-Taste auch berührt und den Vario damit ausgeschaltet. Aber gut, Problem ist behoben. Bin froh. Problem, ein Telefon von 5 Minuten und das Problem war gelöst. Jawohl, weiter schneiden. Für aber Verkehr gegenüber Thema und der Rufer durch 3 zu Richtung Bern und zwischen den 2 Jutterbach und Kriegstätten länger, wenn ihr das hier durchfahrt, dann gehen wir. Schnell mal einen Blick in die extensive Wiese. Da hat es viele Blumen. Dafür wenig Ertrag. Und in der Schweiz ist ja gefragt, viele Blumen, wenig Ertrag. Ernähren kann uns das Ausland. Wir Bauern machen immer, was uns von uns verlangt wird. Wenn ihr Blumenwiesen wollt, dann könnt ihr die haben. Und wenn ihr mehr Ertrag wollt, können wir auch machen. Wir sind flexibel. Für euch. Ja, liebe Freunde, es ist bereits halb 8. Jetzt bekommen die Zwiebeln eine Ladung Bio. Lickhumus ist da eingefüllt. Und dazu gebe ich noch 1 Liter Levosol Silizium auf die Hektare. Und ungefähr 10 Liter Lickhumus auf in 300 Liter Wasser. Die Zwiebeln, die sehen sehr schön aus. Ja, bei uns hat sich da ein Storch niedergelassen. Im Ökoheu, da gibt es sicher viel zu fressen. Thank you.
bereits wieder 8:45. Ha, das ist schon schön. 8:45 im T-Shirt auf dem Feld. Es wird zwar ein bisschen frischer, aber es ist noch hell. Ja, so schön. Also, das war's wieder vom Montag. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen, ciao, ciao. Ja, dabei ist natürlich auch die Numa. Ja, will sie ein Gudeli? Gudeli für die Numa? Ja, gut, ja. Die Sonne untergegangen hinter dem Jura.